14.06.2022. Cool. So, warte doch. Wo haben wir denn gesessen beim letzten Mal? Maske ab, sonst habe ich dich immer nur mit Maske drauf, das ist auch doof. Jetzt kommen wir nicht mal raus. Und das Riesending hört keiner. Willst du auch mal die Ohren reinmachen? Ja. Ja. Was sind das hier für Steine? Das sind die, wenn ich das anmache, dann geht das Wetter höher für die Luft. Ach, das ist das Gewicht. Ja. Das ist der Blasebalg. Boah, hier riecht es wirklich. Wie vor 100 Jahren. Nee, jetzt im Positiven. Ach, wie süß. Das sind ja erst, das ist eher so die Mitte, wo man dann drauf spielt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich für eine Pfeife bin. Und diese Klappen hier oben, die kann ich auf und zu machen. Warum? Das ist dann laut und leise. So. Nur für diese hier. Ich bin gerade überlegen, bin ich jetzt so eine kleine Orgelpfeife oder eher so eine große? Krass. Guck mal, so, das sind ja extrem winzig. Guck mal, ja, mein Finger daneben. Kleine Zwerge. Guck mal, mein Daumen. Nur nicht anfassen. Nee, das weiß ich. Da gehe ich auch nicht dran. Bin ich noch nicht bedeppert. Krass, ey. Das habe ich schon im Innenleben von der Orgel bin ich noch nicht gewesen. Was ist das hier, Zipfel? Was ist das? Das sind die Magnete, die da auslöst beim Tastendruck? Das sind die, dass da Luft durchkommt oder so. Das sind ja Spulen, ne? Und die steuern die Luft wahrscheinlich, ne? Das ist da ist ja der Luftschlauch. Cool, das ist richtig noch verlötet. Das ist noch Technik, die man verstehen kann. Wo geht's da lang? Hier geht's wieder raus. Und hier ist das Loch da. Ich kann ja mal die Orgel anmachen, da siehst du, wie das hochgeht. Ja, und es ist ja ein YouTube-Film, ne? Machen wir hier am besten mal. Und da müssen wir aber noch fragen. Und da ist eine geweihte Christophorus-Plakette dran, ne? Ne? Das ist der für die Reisenden zuständig ist. Und du bist dann noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen, ne? Hallo. Ja. So. Oh, da sind auch noch Pfeifen. Das kann die kleine Kamera gar nicht machen. Das sind hier alles hier klein. So, und das ist der zweite Blasebalg. Da muss ja mal zwei von da sein, dass immer schön Druck drauf ist. So, und wo muss ich jetzt einschalten? Ja, im Moment muss ich dann erstmal nochmal. Sind das Schuhe für die Orgel? Ja, so will ich sie anschauen. Das sind Orgelschuhe. Boah, das halt. Und das hört hier gar nicht. Ach, da sitzt er. Wow. Da geht mal was. Die Geschwindigkeitseinstellung. Krass. Oh, das ist eine fette Pfeife, du. War das jetzt ein Kurzschluss? Nee. Weil das so Ping gemacht hat. Die Birne ist durch. Die ist gerade durchgeknallt. Musst du Bescheid sagen. Ja, mach ich nächstes Mal. Ist das fett?
Warte mal, kann man hier drauf gehen auf den Grün? Da sind die am Singen, ne? Ich will nur mal so einen Größenvergleich machen. Also, wenn meine Hand daneben ist, so, ich fasse das nicht an jetzt. Und dann geht die Pfeife 25 Meter nach oben. Krass. Und da sind dann auch noch mal Pfeifen, dann haben wir ja gerade gesehen. Kann ich ja mal zeigen, dann sieht man die Kamera. Ohne Kamera. Da, die ist da nach vorne und dann sieht man das da. Ach, dass du weißt, was er gerade macht, wenn er loslegen muss. Krass. Kannst du mich mal machen? Ohne eine alte Vertäfelung. Da sind zwar Kunstbilder und Stühle drin. Wie Stühle? Das ist eine Aufstellkammer. Das ist nur ein alter Rubens. Guck mal, ja, Abstellkammer ist gut, da kann man noch was mit machen. Ja, und wann geht's los? Soll ich anmachen? Ja, mach. Das ist jetzt schon alles, boah. Da gehe ich das an. Und jetzt stelle ich mal das an, was ich immer nehme. Das sind jetzt die Register. Ja, die kann ich auch hier oder da. Ja, jetzt hört man es da kommt schon die Gegenluft. Das ach ja. Ja, das ist mein Ding in der Brossener Kirche für. Das ist da prinzipal ist immer gut, finde ich. Gedeckt Hornflöte. Schön vorsichtig mit denen, ja? Die sind alt. Eben. Drückt da vernünftig drauf. Hartpfeife, gedeckt. Der zerbröselt schon, hast du gesehen? Ja. Deswegen macht das lieber mit dem ganzen Finger. Die kriegst du ja nicht mehr nachgekauft. So. So. Guck, der ist ja auch schon an Zerbröseln da hinten. Ja. Warte, weißt du das? Nö. Vorsichtig. Oh. Soll ich mal spielen? Ja, dafür bin ich ja hier. Den hier, der ist, dann gehen alles auf. Alle Register? Ja. Geil, super. Also das geht durch Mark und Bein. Klasse, wirklich geil. Ja, da bist du jetzt die größte Pfeife. Das ist toll von Mozart. Thank you.
Auch deine Fußarbeit ist ja schon gut. Hast du noch mehr drauf? Ja. Ja, da brauchen wir nichts mehr zu sagen. Das ist geil. Einfach nur geil. Tja. Wenn Sie demnächst dann sagen, bei euer Lagerfeuer bringt mal alle eure Instrumente mit, ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist von der Kirche, das muss ich lernen, das kann ich noch ein bisschen. Hast du ihm das mal vorgespielt, das geht gerade? Nö. Das noch nicht, muss man machen.
Ach, jetzt gehen die da vorne? Ja, mach mal. Bewegen? Ja, mach mal. Ui, mal nochmal, das hat man nicht gesehen. Wird das dann lauter? Ah, wird lauter. Ja, sehr schön. Da geht was. Sehr schön. Boah, das vibriert der ganze Körper. Ja. Krass. Der ist immer am lautesten. Ja. So, jetzt machen wir hier einen Cut und nehmen das nochmal auf, dass das jetzt schon 17 Minuten oder nehmen wir es am Stück. Weiß nicht. Jetzt lassen wir es vollendet, ne? Ja. Ja, krass. Kann man nur gratulieren, ne? Also, dass man dafür einen Führerschein braucht, das ergründet sich mich sofort, beim Auto nicht immer, aber hier muss ja ein paar Knöpfe mehr wissen. Das mein lieber Kokoschinski. Das kann man auch dann digital machen, dann ist das da. Kann man auch da einstellen. Denk immer daran, dass die Knöpfe alle am Schwächeln sind. Ne? Ja. So, was sind das für Fußdinge da unten, diese Bremsen, dass die nicht wegkullert? Das sind Sachen, die man einfach umstellen kann. Das, damit mache ich das aus. Damit wechsle ich das. Wo ist der tiefste Ton? Da unten? Ja. Krass. Das ist aber schief. Ja. Da war der Ton, den wollte ich haben. Ich brauche die zweite Hand. Warte mal, ich lege das mal von hier. Hey, warte, cut, der nächste. Ja. Mal winke, winke. Ja, supi, ne? Bäm. So, jetzt kommt gleich der Anschlussfilm. Jetzt, weiß ich nicht, jetzt müssen wir... Können wir das denn da hinstellen? So vielleicht? Aber dann darfst du nicht runterrutschen. Nee, das wäre doof. Warte, da haben wir ein Buch. Da sieht man zwar die Tasten nicht, aber... Ach. Huch, so laut. Und hier unten? Ich dachte schon, ich wäre das geil. Ja, was soll man da sagen? Ich traue mich gar nicht drauf zu machen. Wofür sind die ganzen Dinger hier? Weiß ich nicht. Also nicht anfassen. Ja. Und weiter rutschen kannst du nicht, ne? Warum ist das leiser? Weil das da vorne ist, also in die Tiefe. Thank you.
Schön. So, du machst weiter. Was spielen wir? Du musst nur mal sagen, was du spielst. Bach. Nee, von Türkisch Matsch heißt das, glaube ich. Aber das kann ich noch nicht so gut, aber ich kann es ja ausprobieren. Ja. Thank you.
Auf jeden Fall schon mal das richtige Instrument ausgesucht. Wie lange machst du das hier schon? Ja, wie oft hast du schon an der Orgel gespielt? Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Ja, für ein paar Minuten, wenn man so Ja. will. Ja, Respekt, ne? Wenn du das jetzt vergleichst, das Filmchen mit ein halbes Jahr später, ist ein Unterschied feststellen. Jetzt hattest du ja Noten bekommen. Welches Lied solltest du da üben? Hattest du das schon gespielt? Ja, dieses Kirchenlied so ein bisschen. Aha. Und was kannst du noch? Ich kann meins nochmal spielen. Ja, gute Idee. Sehr schön. Da gibt es noch was, aber das passt absolut nicht dazu, wie dieser hier. Das passt halt Aber nicht das war dazu. gerade deine Eigenkomponierung, ne? Ja. Also selbst erdachtes Lied und sehr gut gespielt. Eine Pfeife da hinten ist, glaube ich, ein wenig verstimmt. Oder da geht nicht genug Druck drauf. Vielleicht haust da ein Das Vogel liegt drin. vielleicht auch da dran mit den Schuhen. Die müssen extra so schmal vorne sein, da drückt man manchmal Ach zwei. so, ja, und da geht der Fall für die Luft aus wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, super, ne, das ist richtig geil. Also ich finde Orgel richtig nach wie vor und sowieso immer ein geiles Instrument und ja, super, echt klasse. Jetzt hast du auf einmal so leise. Das ist da vorne. Hat das wieder jeder? Wie hört sich das wohl dann unten an mit der kleinen Orgel? Das haben wir da, das haben wir ja da drin gesehen, diese hohe, Ja, diese ja, ja, kleine. ja. Da ist ja nichts anderes da. Ja, noch was? Doch, vielleicht, aber reicht doch mit dem. Ja, aber wo du Spaß dran hast. Reicht, meinst du? Ja. Da könnt ihr rausschneiden, falls du verkackst oder so. Entschuldigung, verspielst. Ja, meistens mache ich immer Faxen, aber hier fällt mir nichts ein. Also das ist wirklich sehr, wie sagt man dazu, ja, andächtig, berührend, ne? Faszinierend, irgendwie alles, ne? Klasse. Ja, da kannst du einige mit beeindrucken, das kann man wohl schon sagen, ne? Aber das ist ja nicht ein Ding, wo man mit angibt, sondern was Spaß macht. So, und guck mal, hier oben hast du ja voll den Blick darunter, ne? Da siehst du ja alles, was Sache ist. Und jetzt stell dir vor, hier auf den grünen Dingern, da steht der Chor bestimmt, ne? Ich mache dann hier, außen bin ich dann beim Chor, da mache ich immer den Bass. Ist das eigentlich wie viel Strom da drin kommt oder was ist das? Das ist die Geschwindigkeitsanzeige. Ja, weiß ich nicht, das ist die Voltzahl von irgendwas. Das Ding muss ja Strom haben. Das ist bestimmt alles noch mit Spulen und Transistoren und so da drin. Wäre auch mal interessant, da reinzugucken, aber das lassen wir mal lieber. Guck, da ist sogar zum Aufschließen.
Ja, gut, Zipfel, das war sehr beeindruckend, ne? Und ja, ich bin faszinierend, ich bin geflasht. Wirklich klasse. Das jetzt in der Philharmonie in Hamburg, den machen wir uns auch noch klar, den Schlüssel. Ja. Ne? So, du durftest da, oder du darfst hier spielen, wohlgemerkt, falls da jetzt irgendwelche Unkenschreie kommen. Nein, nein, das ist alles erlaubt. Du machst jetzt deinen C-Schein, ne? Und perfekt. Da bist du schon, da, wenn du aus der Schule raus bist, hast du schon die erste Lehre hinter dir. Sehr schön. So, Zipfelchen, jetzt bist du kein Zipfel mehr, jetzt bist du, jetzt heißt er nicht mehr Leon, jetzt heißt er Jeremias. Egal, ne? So, bis dann. Tschüss. Nicht so schüchtern, du Pfeife. Du fährst hier ein großes Gerät, du. Meine Fresse, du. Krass. Bis dann. Cheva. So, nochmal bitte. Leon, jetzt klopfe ich dir einmal auf deine Schulter. Sehr schön, du bist jetzt zum Ritter geadelt von mir. Ja. Respekt, Respekt, ganz klasse gemacht. Ne? Ich meine, Beethoven mag jetzt ja eigentlich jeder, weil man schon so oft gehört, aber auf der Orgel ist das immer faszinierend. Richtig klasse, ganz toll. Ja. Das war mal für Elise, ne? Oder ja. Sehr schön. Sehr schön. Thank you.
Klassik, Rock oder irgendwas noch? Nö, sonst nichts. Das ist doch gut. Das ist voll klasse, wenn man da eine Pfeife steht da hinten und da kommt ein Ton da raus. Richtig schön. Ja. Action. Sehr schön, jetzt musst du dich verbeugen. Kannst mal winken, man sieht dich kaum. Warte, warte, ich mach das nächste. Stopp. Action! Thank you.
Ja, jetzt sehe ich dich. Super, Leon. Das hast du klasse gemacht. Spitze. Action. Sehr schön.